Hallo und moin moin. Heute gibt es bei mir einen ganz einfachen Orangenkuchen. Ohne Schnick und ohne Schnack, nur ein bisschen weihnachtliches Gewürz ist noch mit dabei. Wir brauchen Eier, die werden getrennt, Mehl, Spekulatiusgewürz, Orangensaft, Zitronensaft, Zucker, den Abrieb von einer Bio-Orange, Tonkazucker und Salz. Und jetzt fange ich gleich damit an, das Eiweiß zu schlagen. Natürlich habe ich noch was vergessen. Und zwar brauchen wir noch geschmolzene Butter. So, jetzt ein bisschen hochstellen und den Zucker einrieseln lassen. Zwischendurch das Salz und den Tonkazucker. Und dann den Rest von dem Zucker. Wenn der Eischnee fast steif ist, ganz langsam den Zitronensaft mit unterrühren. So, drei, vier Mal. Ist das alles schön verrührt, dann kommen nach und nach die Eigelbe hinzu. Das Mehl und das Spekulatiusgewürz gebe ich jetzt in ein Sieb und siebe das schön darüber. Also nicht einfach nur reinmachen, denn das wird nichts. Schön durchsieben. So. Das wäre das. Jetzt nehmen wir uns einen Schneebesen und heben das schön vorsichtig unter die Eimasse. Wenn das Mehl untergehoben ist, alles, dann nehmen wir unsere geschmolzene Butter, geben da den Saft von der Orange und den Orangenabrieb hinzu. Verrühren das einmal ganz kurz. Und nehmen dann von dem Teig etwas und geben den hier hinzu. Ich sage jetzt mal so, drei Esslöffel müssten reichen. Rühren das wieder schön vorsichtig unter. Moment, ich muss mal kurz einen Wechsel machen. Ja. Also nicht schnell, sondern wirklich wieder schön langsam. Dass so ein bisschen Luft in der Teigmasse doch noch drin ist. Und wenn das alles erledigt ist, mal schuppen, mal schuppen, mal schuppen, ja, dann nehmen wir uns unsere Teigschüssel, gießen das halt, vergessen, Sekunde. Gießen das jetzt wieder über einen, na, wie sagt man denn, Teigschaber oder über einen Löffel. Schön langsam und vorsichtig hier rüber. Das gewährleistet uns, dass der Teig
nicht zusammenfällt, wenn wir das jetzt in einem so einfach drüber gießen würden. So. Und da wir alles haben wollen, wird auch alles benutzt. So. Sehr schön. Und jetzt wieder schön vorsichtig den Teig mit der Flüssigkeit verbinden. Den Backofen, der wird vorgeheizt auf 160 Grad. Die Backform schön ausfetten und dann geht das in den Ofen. So, ich nehme heute eine Kastenform und ich habe mir die neu gekauft und da ich nicht weiß, wie die Beschichtung hier sich verhält, habe ich zusätzlich noch mal ein bisschen Backpapier reingemacht. Da kommt jetzt jedenfalls vorsichtig der Teig hinein. Ja, wenn man jetzt wüsste, wie hoch der kommt. Aber das weiß ich nicht, also mache ich den nicht ganz so voll. Da nehme ich lieber noch eine kleine Form. Nicht, dass mir der so groß wird, dass das überläuft. So, und jetzt also ab in den Ofen. Tada, ich habe meinen Kuchen fertig. Ich habe jetzt noch ein bisschen Orangensaft mit ein bisschen Puderzucker verrührt und so ganz kleine, wie heißen die denn? Na, Spekulatius-Männchen darauf gelegt. Entschuldigung. Und ich finde, sieht nicht schlecht aus. So. Das ist das eine. Aber wie schmeckt die ganze Angelegenheit? Geht durch wie Butter. Das heißt, ja, Sekunde. Schaut mal. Ganz weich. Man sieht die Orangenschalen drin. Und jetzt naschen, probieren. Oh. Sehr gut. Es schmeckt wirklich echt ganz doll nach Orange. So richtig erfrischend. Und es muss ja nicht immer eine große Torte sein. Ich finde auch mal, wie sagt man so schön, ein trockener Kuchen, wobei der nicht trocken ist, ist ab und zu, ja, kann man das ruhig mal machen. Man muss es nicht übertreiben. Also, nachmachen würde ich empfehlen. Geht ja verhältnismäßig auch schnell. Die paar Zutaten zusammenrühren. So, wir sehen uns auf jeden Fall nächste Woche Freitag mit einem neuen Video von mir. Ich hoffe, ihr abonniert meinen Kanal. Jetzt habe ich Sprachschwierigkeiten, wie oft. Lasst mir einen Daumen nach oben da, wenn euch das Video gefallen hat. Und bis dahin sage ich dann Tschüss.